Du bist neu in Minecraft und hast schon so viel darüber gehört, dass das Spiel einfach nur phänomenal sein soll, doch bei dir klappt's einfach noch nicht so wirklich? Ja, dann solltest du dir meinen Guide mal anschauen, denn in diesem Guide erfährst du jetzt, wie du die erste Nacht überleben kannst, wie du an das nötigste Equipment kommst und wie du eine kleine Behausung aufbaust. Ja, und ein kleiner Tipp noch vorweg, schau bitte auch unten drunter dann in die Beschreibung, denn da habe ich einige Links und Infos noch zusammengestellt, die dir einfach das Spiel erleichtern werden. Da ist unter anderem das Wikipedia dabei, wo du dann natürlich nützliche Rezepte und so weiter findest. So, und jetzt aber ganz schnell ab ins Video. Und damit herzlich willkommen in Minecraft. Ja, wenn ihr jetzt zum ersten Mal das Spiel spielt, dann fragt ihr euch sicherlich, was kann man denn hier alles so Schönes machen? Ja, wir schauen uns erstmal um. Ich habe jetzt eine neue Welt gestartet und da unten sehen wir schon einen sehr gefährlichen Gegner mit einem Häuschen, aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Für euch ist jetzt erstmal wichtig, wie kommt man denn hier überhaupt vorwärts? Ja, in Minecraft ist es das Wichtigste am Anfang, sich erstmal Holz zu holen. Dazu gehen wir einfach her, kloppen mit der linken Maustaste eben hier auf so ein Holz drauf, also auf einen Baumstamm drauf und bauen den damit ganz gemütlich ab. Ich würde euch empfehlen, tut erstmal einen kompletten Baum fällen, bevor ihr weitermacht, weil ihr braucht das Holz so oder so und die Zeit habt ihr allemal. Weil solange wie es Tag ist, kann euch wenig passieren. So, dann schauen wir uns ein bisschen weiter um. Wir brauchen nämlich als nächstes auch direkt Stein und mit Stein kommt ihr dann recht gut vorwärts. So, jetzt fängt da der halbe Wald an zu brennen. Das ist jetzt natürlich sehr suboptimal, aber naja. Okay. Mit der Control-Taste, also mit STRG, könnt ihr dann ein bisschen schneller laufen, ein bisschen rennen. Aber Achtung, das verbraucht natürlich dann auch mehr Energie und somit werdet ihr recht schnell hungrig. So. Ich hau mich mal hier ein bisschen durch. Ist ein bisschen viel Gestrüpp hier. Und dann gehen wir hier auch weiter zur Sache. So, wir werden hier einfach uns ein kleines Lager jetzt aufbauen. Das eignet sich recht gut. Da oben sehe ich nämlich auch Stein. Und Stein ist natürlich in jedem Berg massig vorhanden. Ja, das eignet sich doch ideal als kleine erste Behausung. Um die erste Nacht zu überleben, ideal. So, wir öffnen danach mit E das Inventar. Und tun einfach mal diese Baumstämme, die wir da gefällt haben, einfach mal hier rein. Dann bekommen wir nämlich Eichenholzbretter raus. Mit dem Shift und Linksklick nehme ich mir die alle auf einen Schlag. Also Großschreibtaste und Linksklick. Und dann setze ich die mal in einem Karo hier hin. Das ist das erste Rezept, was ihr immer braucht. Denn damit macht ihr eine Werkbank. Das ist so der erste Schritt überhaupt. Die Werkbank setze ich mir hier unten in meine Schnellstartleiste. Und das Holz kann ich dann schon wieder rausnehmen. So, mit dem Holz mache ich aber noch was weiteres. Ich setze das mal übereinander. Das ist das nächste Rezept, was ihr immer brauchen werdet. Denn damit bekommt man Stöcke. So, mit den Stöcken, dann nehme ich mir mal ein paar raus. Mit einem Doppelklick kann ich auch die restlichen Hölzer wieder rausnehmen. Und dann haben wir im Prinzip schon die Zutaten, die wir für unser erstes Werkzeug brauchen. So, ich setze mir jetzt einfach mal hier eine Werkbank da ins Eck. Mit einem Rechtsklick. Öffne die und dann seht ihr schon, wir haben ein größeres Feld zum Herstellen. So, und das ist auch die Maximalgröße. Also größer werden die Rezepte auch nicht. Deswegen macht euch da keine Sorgen. Aber ihr werdet das auf dem Wiki, was ich euch verlinken werde, schon sehen. Es ist ganz, ganz einfach, wie das Ganze aufgebaut ist. So. Jetzt brauchen wir eine Spitzhacke, um Stein abzubauen. Da setzen wir einfach zwei Stöcke übereinander und dann oben die oberste Reihe mit Holz. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, wie hat er das gemacht, dass er die Teile da verteilt hat, einfach das jeweilige Material nehmen, links anklicken, gedrückt halten, dann nach rechts ziehen. Dann könnt ihr das gleichmäßig verteilen. So, wir nehmen uns jetzt eine Spitzhacke. Ich setze mir das immer auf die 4. Quasi 1, 2, 3, 4. Und drücke dann auf der Tastatur die 4 und dann haben wir da die Spitzhacke ausgewählt. So, und jetzt mit dem gedrückten Linksklick können wir jetzt ganz gemütlich das Stein abbauen. So, das machen wir dann ein bisschen. Einfach aus dem Grund, weil wir dann uns gleich bessere Werkzeuge herstellen können. Und diese Rezepte sind übrigens, egal vom Material, unabhängig immer gleich. Ihr könnt nämlich zum Beispiel Holzwerkzeug, Steinwerkzeug, Eisenwerkzeug, Goldwerkzeug und Diamantwerkzeug herstellen in der Standardversion von Minecraft. Natürlich in den gemoddeten Varianten gibt es natürlich noch wesentlich mehr, aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir wollen ja jetzt erstmal nur Stein. So, jetzt gehen wir her, setzen wieder zwei Stücke übereinander als Griff und oben machen wir das gleiche nochmal, das gleiche Rezept, nur eben mit Stein. Dann sehen wir, jetzt haben wir eine Steinspitzhacke. So, die alte Holzspitzhacke hat damit schon ausgedient. Und jetzt nehme ich mir einfach den rechten oberen Stein und setze ihn links in die Mitte, wodurch wir dann schon eine Steinaxt bekommen. So, dann setze ich oben
den Stein in die Mitte und den hier, dass nur noch ein Stein oben drüber ist im Prinzip. Dann haben wir schon die Steinschaufel. Sorry. Den mittleren Stock nach unten und mit einem Rechtsstick halbiere ich oben den Stapel und setze den in die Mitte. Dann haben wir ein Steinschwert. So, das sind im Prinzip unsere Grundwerkzeuge, um überhaupt erstmal zu überleben. Ja, jetzt seht ihr aber, was hat er sich hier jetzt aufgebaut? Das ist irgendwie witzlos. Ich baue mal hier noch schnell die Ecke ein bisschen weg. Und dann werden wir uns nämlich hier eine kleine, aber feine Behausung reinbauen. Und dazu brauchen wir noch ein bisschen Holz. Packen wir hier mal schnell das Gestrüpp weg und graben uns hier nach unten. So, einmal machen wir das Ganze hier nochmal mit einem Baum. Ihr seht schon, mit der Steinaxt geht das jetzt schon richtig schnell, das Holz abzubauen, wodurch das dann auch kein Problem mehr ist. So. Erstmal hier den Weg noch ein bisschen ausbauen. Und dann haben wir hier schon recht gut etwas, womit wir arbeiten können. So, das Holz verwandeln wir wieder. Jetzt haben wir 47 Holzbretter. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, wie habe ich das geöffnet? Mit Rechtsklick natürlich immer. Also Rechtsklick ist immer so interagieren. Und jetzt wähle ich einfach das Holz mal aus. Und mit Rechtsklick, wo ich hinschaue, ihr seht ja, das sind immer so kleine Rahmen. Da kann ich jetzt auch einfach das Holz platzieren mit einem Rechtsklick. Also Rechtsklick immer ist agieren. So, und dann baue ich mir jetzt einfach hier so eine kleine, Behausung im Prinzip. Und jetzt seht ihr, scheiße, ich habe mich eingemauert. Das ist aber auch kein Problem, weil Holz geht nicht kaputt. Das heißt, ich nehme einfach meine Axt und hau mich hier wieder frei, so gesehen. So. Jetzt könnte ich hier das natürlich so bauen. Möchte ich aber nicht. Ich mache das lieber so. Und so seht ihr schon, könnt ihr ganz einfach eure Behausung aufbauen. Ist wirklich nicht schwer. Und für den Anfang werden wir uns da auch das recht einfach halten. Einfach damit wir Möglichkeit haben zu überleben, bauen wir uns hier so eine Mini-Behausung mit einer Tür und einem Fenster. Das sollte uns schon recht viel Schutz geben. So, die Werkbank bauen wir mit der Axt ab und setzen die dann natürlich hier in unsere Behausung rein. Wir brauchen die ja drin. Gut, jetzt brauchen wir natürlich eine Tür. Für die Tür, da nehme ich auch wieder das Holz und setze einfach mal die komplette rechte Seite von der Werkbank voll. Siehe da, wir bekommen drei Eichenholztüren. Also immer so annähernd irgendwie die Form ergibt auch wirklich das gewünschte Produkt. So, die Tür setze ich einfach auf den Boden, wo wir hinschauen. Muss natürlich umrandet sein, ne? Nur dann können wir auch eine Tür setzen. Und mit einem Rechtsklick wieder interagieren, können wir die Tür jetzt öffnen und schließen und natürlich auch benutzen. So, damit ist auch schon unsere erste kleine Behausung fertig. Mehr oder weniger. Wir können jetzt hier natürlich noch schnell das ein bisschen schöner machen. Da unten setzen wir mal jetzt notdürftig irgendwie Erde hin. Würde ich jetzt so ganz spontan behaupten. Und damit wir dann auch unsere Behausung erreichen, das mache ich mal eben noch. Bauen wir uns da so einen kleinen Pfad mal noch hoch. Wenn ihr euch jetzt fragt, was hier die ganze Zeit so komisch zischt, das ist so eine blöde Spinne, die sich jetzt irgendwie hier eingenistet hat in der Nähe. Aber die soll uns nicht weiter stören. Wir brauchen noch ein bisschen Erde. So, da kommen wir jetzt jederzeit hoch, können schön in unsere Behausung. Und damit ist das auch kein Problem mehr. So, ich gehe jetzt noch direkt nochmal einen Baum fällen. Aus dem Grund, weil wir jetzt noch schnell uns ein paar Fackeln machen, damit wir es nachts auch ein bisschen gemütlich haben. Gut. Dazu gehen wir jetzt auch wieder her. Wie viel Stein haben wir noch? Doch, wir haben noch genügend Stein. Dann gehen wir schnell nochmal in unsere Behausung. Und dann kommt auch schon das nächste überlebenswichtige Rezept. Das ist nämlich der Ofen. Einfach einmal im Kreis außen herum in der Mitte freilassen, bekommt ihr einen Ofen. Vorausgesetzt, ihr habt Stein ausgewählt dazu. So, diesen Stein, den setzen wir uns auch mal in unsere Behausung. Und jetzt fragt ihr euch, hä, der hat ja noch gar nichts zum Grillen oder zum Backen, was macht er da? Ist auch ganz einfach, wir nehmen das Eichenholz als Zündholz und setzen oben drauf die Bretter. Nein, andersrum, die Bretter unten drunter, das Eichenholz oben drauf. Ist ja egal, welchen Holz. Also die Baumstämme nach oben, die Bretter nach unten und es kommt raus Holzkohle. So einfach kann es sein. Das ist aber nur der Notfallweg, um an Kohle zu kommen. Kohle könnt ihr wesentlich einfacher dann natürlich erfarmen. Das ist aber auch ja nicht wirklich das Problem. Sobald ihr mal angefangen habt zu minen,
dann könnt ihr ganz, ganz schnell ganz viel Holzkohle finden. Das ist überhaupt kein Problem. So, die ersten 3 Holzkohle, die reichen uns. Den Rest hebe ich mal auf. Und wenn wir jetzt nämlich den Holzstock einfach mal irgendwo hinsetzen und oben drüber die Holzkohle, dann seht ihr, kommen da Fackeln raus. Den nehme ich alle 3. 3 mal 4 sind dann 12 Fackeln. Und jetzt können wir uns hier die Fackeln mit einem Rechtsklick schön in unserer kleinen Bude verteilen. Damit haben wir es auch schön hell. Und es schützt uns vor allem am Anfang gegen Zombies. So, jetzt wird es schon langsam düster. Ich setze mir jetzt hier außen noch ganz kurz, damit ich auch unsere Behausung wiederfinde. 2 Fackeln hin, denn die leuchten ja in der Nacht dann. Und jetzt gehe ich noch ganz schnell auf Nahrungssuche. Auch wenn wir noch überhaupt nicht hungrig sind, wir würden jetzt schon die erste Nacht locker überstehen. Aber ich möchte euch das noch ganz schnell zeigen. Und hier hinten haben wir jetzt schon das erste Hühnchen. So, das töten wir jetzt mit unserem Schwert. Das ist mit einem Schlag mal eben weg gewesen. Da hinten ist auch diese endnervige Spinne und die hole ich mir jetzt schnell. Stirb. Also ihr seht, mit einem Schwert ist das überhaupt kein Problem. Auch wenn es nur ein Steinschwert ist. Natürlich sind Eisenschwerter wesentlich effektiver. Aber ich finde jetzt auch gerade kein weiteres Hühnchen. Ja gut, ist jetzt auch nicht so wild. Wenn ihr bei euch in eurer Welt dann Schwein oder Kühe oder sonst irgendwas findet, dann geht her und schlachtet die mit eurem Schwert. Dann bekommt ihr nämlich da Fleisch raus, auch bei Schafen. Und dann könnt ihr das gleich wie folgt machen, was ich jetzt vorhabe. Ihr geht dann her, geht an euren Ofen, setzt dann das Zündholz unten rein im Prinzip und das Fleisch oben drüber und bekommt dadurch dann von einem rohen Fleisch im Prinzip ein gebratenes Fleisch. Und das ist dann schon die erste Nahrungsquelle, die ihr habt. Ihr seht jetzt gleich, da haben wir es, gebratenes Hühnchen. Das setze ich mir wieder unten rein, wähle es aus. Aktuell drei Nahrungen fehlen uns so gesehen. Wenn ich das jetzt mit rechts gedrückt halte, haben wir wieder volle Nahrung und wir würden dadurch Leben regenerieren, sofern wir denn weniger Leben hätten im Augenblick. Und dann haben wir noch ein kleines wichtiges Rezept, das möchte ich euch auch noch schnell zeigen. Da nehmt ihr einfach die Truhen und baut, nehmt ihr einfach das Holz und baut im Prinzip einen Ofen. Dann bekommt ihr nämlich statt einem Ofen aus Holz, bekommt ihr dann eine Truhe. So, die Truhe ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn ihr mal sterben solltet. Oder einfach um euer Zeug zu lagern, könnt ihr die hin platzieren, mit Rechtsklick öffnet ihr sie. Und dann könnt ihr da euer Zeug gemütlich drin einlagern. Und das leert natürlich zum einen euer Inventar, was natürlich schon vorteilhaft ist. Und zum anderen gibt es euch Sicherheit, wenn ihr mal sterben solltet, dass nicht euer ganzes Zeug weg ist. So, da hinten haben wir einen Zombie. Sehr schön. Und wir haben jetzt im Prinzip alles geschafft, was wir schaffen wollten. Wir können die erste Nacht jetzt hier drin gemütlich ausharren. Das sollte alles kein Problem sein. So, wenn wir jetzt natürlich Schafe hätten, haben wir jetzt leider in dem Fall nicht gefunden. Aber haben wir auch am wenigsten die Chance dazu, immer gleich am Anfang Schafe zu finden. Deswegen müssen wir jetzt im Prinzip die Nacht überbrücken. Wenn wir Schafe hätten, hätten wir den Vorteil, wir könnten uns ein Bett bauen. Und mit einem Bett wäre das Ganze natürlich wesentlich besser gewesen. Da hätten wir jetzt hergehen können, hätten eins reinlegen können und die Nacht wäre sofort vorbei. So, jetzt in der Zeit, während die Nacht hier läuft, kann ich jetzt im Prinzip hergehen und kann unsere Behausung weiter ausbauen, kann uns neue Zimmerchen dazu machen. Könnte hier noch eine Tür reinsetzen, können wir immer schnell machen, damit es schöner aussieht. So, und dann setzen wir da drin natürlich auch noch eine Fackel rein. Wichtiges Feature am Rande, überall in allen möglichen Räumlichkeiten, wo Fackeln sind, kann nichts spawnen. Es darf, also sofern der Raum nicht zu groß ist. Das heißt, in Lichtquellen spawnt nichts, was uns natürlich wieder mehr Sicherheit gewährt. So, mache ich hier den Raum noch ein bisschen höher. Und ja, das ist im Prinzip so der erste wichtige Schritt im Spiel. Dann gibt es natürlich noch jede Menge weiteres Zeug, was ihr machen könnt. Und das alles seht ihr dann in den nächsten Tutorials bei mir über Minecraft. Man kann hier richtig cooles Zeug machen nachher, auch mit Redstone und allem drum und dran. Achso, vielleicht kleines Feature noch. Wenn ihr euer Fenster habt und ihr habt noch kein Glas, weil Glas macht man ja aus Sand in einem Ofen wiederum dann, das zeige ich euch auch noch. Und es könnte brenzlig werden, weil ein Skelett hier reinschießt oder sonst irgendwas, dann setzt einfach einen Block Erde dahin. So, ihr könnt hier ja weiter durch eure Tür rausgucken, seht, ob es Tag oder Nacht ist. Und wenn die Gefahr vorüber ist, braucht ihr es nur wegbuddeln. Na, da haben wir schon das Beispiel. Das liebe Skelett könnt ihr jetzt nämlich hier reinschießen, macht es auch direkt. So, und jetzt muss ich mich natürlich irgendwie verteidigen, also setze ich hier einfach die Erde rein und wir sind in Sicherheit. Das Skelett kann uns jetzt nichts mehr anhaben und wir freuen uns, weil wir die Nacht überleben werden.
Du blödes Skelett. So, ich danke euch herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wie man hier am besten überlebt in Minecraft und wie man hier auch richtig geile Bauten macht, dann bleibt dran, abonniert mich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und einen Daumen nach oben wäre richtig cool. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und bis bald. Ciao.